Was haben Sie gemacht? Ich meine, das ist eine YouTube! Danke. Okay. Danke. Ciao, bis bald. Kannst du mich mal ein bisschen nachher auf in der Halle? Nein, auf keinen Fall. Da müsstest du nicht unbedingt zu nehmen. Alles klar. Ciao, du auch. Come on, leave it alone.
Nun begrüßen wir die Hexjäger aus dem Eschelbachclan aus Holzgirlingen mit einem dreifach kräftigen Hexen. Jäger! Hexen! Jäger! Hexen! Jäger! Lombe und ihr schreibt Mentor. Lombe! Mentor! Lombe! Mentor! Lombe! Mentor! Ja, Bianca! Damit hast du jetzt nicht gerechnet, gell? Nein. Willst du jetzt etwa unseren Daniel ab? Der darf noch ein bisschen, weil wenn ich mich denke, so angucke, darf ich noch ein bisschen. Aber ich bin noch sauber. Aber besser wie du? Ich hab mal Ende. Das glaube ich erstmal noch nicht. Jetzt kommen die Narren zum Darmsheim. Wir haben Dämonen und Hexen. Der Schlachtruf. Ja. Oh, kompliziert. Warte mal nicht. So geht es. Okay. Auch also. Mit Benni hin, wenn das nicht mehr braucht. Nee, ist echt kompliziert, wie unser Spruch das gemacht hat. Also ich schrei Stoi und ihr schreit Bruch. Stoi! 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 Wir sagen selber wieder, dass der die Straße Treibler ist. Jetzt begrüßen wir den Sturmruf von aus Eschenbronn mit einem dreifachkräftigen Sturmruf. Sturmruf! Sturmruf! Thank you.
ein Glatto Schlacht hoch den Raum und gerade nicht wie halt ich. Die kennen den jetzt, Reihe. Aber heute Abend in der Halle kann man die auch mal anhören. Also wir probieren es nochmal. Die Primtal-Teufel aus Speichingen. Euer Schlachtruf ist... Primtal! 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 Mensch Katja, ich glaube, der braucht dir mal ein Mikro. Ich glaube auch nicht. Daniel, den nächsten musst du ansagen, weil meine Karten werden zu Ende. Sowas. Als nächstes haben wir da eine die Hexin zum Futzbach-Hexer aus Uhinger. Der Narrenruf lautet Butzbach, ihr schreit Hexer. Probieren wir aus. Ein dreifachkräftiges Butzbach! Hexer! Butzbach! Hexer! Butzbach! So, und da haben wir da eine die Astenbeinknechte aus Eschenbrunn. Ich habe mir gerade sagen lassen, dass der Zunftmeister bei Kai Schneidlin sogar Geburtstag hat. Dann begrüßen wir noch einmal den Kai mit einem Astenwald. Aspenwald! Viel Spaß noch! Dann haben wir den Namen zu Neufelden mit der Ackermäule und der Pechsteife. Jetzt kommen wir mal mit dem Narrenruf für die Ackermogel, ja? Lautet wie folgt. Ich schrei Acker, ihr schreit Muggel. Ein dreifach kräftiges Acker! 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 So, und dann haben wir da Hanne noch die Pechsteife. Die hat natürlich auch noch einen eigenen Schlachtruf. Ich schrei Pecht, ihr schrei Teufel. Auf die Pechsteife, ein dreifachkräftiges Pecht! 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 Und irgendwas hängen sie da auch noch vor. Ein großer Applaus! Als nächstes haben wir da Hanne die Eidlinger Steuerhilfe. Die sind schwer erschöpft vom Kassierer, so wie es aussieht. Die helfen uns jedes Jahr so toll. Aber man sieht schon, dass die vielleicht auch Klage sind. Ja, ja. Der Schlachtruf lautet, ich schreie Teufel, Teufel, ihr schreit hol die Stor. Teufel, Teufel! Teufel, Teufel! Hallo YouTube!
nächsten Sommer die Freien, also ich bin echt der Dinge.